Darf ich Ihnen einen der tüchtigsten Forstmeister vorstellen? Nein, ich meine den kleinen Kerl da, auf dem Arm des Försters. Man nennt ihn oft Dackel, obwohl er eigentlich Teckel heißt, oder ganz genau Dachshund. Sie kennen ihn, mit seinem typischen Gehänge, mit den kurzen, kräftigen Pfoten und der langen, dünnen Rute. Eigenheiten, die er als geborener Stollengräber braucht. Viele Teckelarten gibt es. Den Rauhaar-Kaninchenteckel, den Rauhaar-Zwerg, den Rauhaar, den Langhaar, den Kurzhaar, den glatten Zwergdeckel. Sie alle sind Draufgänger. Sie haben keine Angst vor großen Tieren. Draußen in der Natur sind sie in ihrem Element. Aber auch in der Stadt verleugnen sie nicht ihre eigene Natur. Sie gehen, sobald sie sehen können, auf Entdeckungsfahrten. Der Mensch sagt dann, Teckel sind unartig, sie zerreißen alles. Nein, man missversteht ein Tier, wenn man es vermenschlicht. Gewiss, der Spieltrieb herrscht in ihnen vor. Aber sie zerren und reißen hier nur so, wie sie im Wald an Wurzeln zerren und reißen, wenn sie ihre Stollen graben. Und wenn kein Pantoffel vor Ihnen sicher ist, dann ist das nichts anderes als Ihr natürlicher Trieb, die kleine freche Nase in alle Erdlöcher zu stecken. Übrigens, es stimmt nicht ganz, wenn man die Teckel krummbeinige Gesellen nennt. Die Zucht strebt auf eine Rasse mit geraden Beinen zu. Auf jeden Fall steht der Teckel immer mit allen vier Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Er ist zwar eigensinnig, aber ihm ist durchaus nicht alles Wurst. Der Teckel ist einer der tüchtigsten Forstmeister, sagten wir. In der Stadt kann er das nicht beweisen. Da jagt man ja nur nach Geld und Erfolg und nach Neuigkeiten, die Herrchen beim Abendshoppen lesen will. Aber in der Försterei sieht das ganz anders aus. Hier muss er zuerst an einer genauen Nachbildung eines Fuchsbaus üben. Um dem Teckel die richtige Witterung zu geben, leiht man einen Fuchs aus dem Zoo, sichert ihn durch Gitter und nun muss der krummbeinige Geselle erst einmal den Lehrling spielen, bis er zum Meister wird. Thank you.
Tackle-Vereine in den Großstädten führen die Tiere immer wieder in den Wald hinaus, um sie in ihrer eigentlichen Umwelt zu belassen, damit die Freundschaft zwischen Mensch und Tier für den Tackle nicht unnatürlich und damit quälend wird. Bei den Übungen wird eine Schleppe gelegt, eine Spur von Schafblut. Zettel an den Bäumen markieren den gewählten Weg, damit kontrolliert werden kann, ob der Tackle wirklich der Spur folgt. Er ist einer der billigsten Helfer im Kampf gegen Flur- und Forstschaden, gegen wilde Karnickel. Er stürmt in den Bau hinein, der den ganzen kleinen Hügel durchzieht. Ist der Bau bewohnt? Andere Tackle werden bei Fuchsbauten angesetzt. Die Bekämpfung der Füchse ist besonders wichtig geworden, seitdem die Tollwut immer wieder von einem Teil Deutschlands in den anderen hineingeschleppt wird. Auf seinem Pirschgang trifft er auch harmlosere Bewohner des Waldes. Mit diesem Burschen, der sofort seine Igelstellung bezieht, fängt er keinen Streit an. Er weiß aus Erfahrung, dass er nicht wieder diese Stachel löcken kann. Er hält sich weiter an Fuchs und Kaninchen. Der Mensch hat allen Grund, seinem tüchtigsten Forstmeister dankbar zu sein. Die Werte, die er vor Zerstörung schützt, sind bedeutend. Auf Ausstellungen sieht man Hunde aller Rassen. Stadthunde, Nutzhunde, Zierhunde, Wachhunde, Polizeihunde. Der kleine Tackle aber spielt dabei immer eine große Rolle. Das hat sich offenbar auch unter den Hunden herumgesprochen und der Konkurrenzneid wird laut. Es ist typisch für den Tackle, dass er derartiges Gekläff einfach überhört. Er ist sich seines Wertes wohl bewusst. Klein, aber stolz. Genau wie seine Mama.